Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Terra mit mir, Alex von The Free Jester und dem Emperor Awful. Oder Emperor of Awful, ist ein Off noch drin? Ich heiße immer noch Emperor Awful, aber auch scheißegal, ja. Off, Awful, ne? Emperor, dann ein OF, dann ein A. Weißt du was, leck mich und geh zur Cutscene. So, da kommt bestimmt jetzt gleich der Agententypi. Du hast doch im letzten Part ein großes Tamtam darum gemacht. Halt, stopp! Nein, es ist nicht der Agent. Achso. Es tut mir jetzt echt leid, aber du kannst jetzt echt nicht hier rein. Wir haben gerade ein paar echt wichtige Sachen zu erledigen. Das verstehst du doch, oder? Nein. Was? Marty, was sollen wir denn jetzt machen? Der ist immer noch da. Was weiß ich? Du bist mir echt eine großartige Hilfe. Dann bleibt nur noch eine Möglichkeit offen. Wir müssen dich echt gewaltsam entfernen in einem Pokémon-Kampf. Außerdem kommt Team Terra Melissa mit einem Wompel auf Level 10. Juhu! Glut. Besiegt. Tja, ja, die Melissa wieder. Habe ich jetzt echt verloren? Nein! Melissa, das ist doch jetzt echt nicht wahr. Dann lass mich mal ran. Mit deinem Pokémon kann man nur verlieren. Team Terra Marty mit einem Zubat. Oh ja, das hat noch gefehlt in der Höhle. Jetzt habe ich Yowla eingesetzt. Naja. Warum nicht? Du willst es vertreiben. Verfolgung. Oh nein, Flügelschlag. Der Kampf dauert zu lange. Besiegt. Oh, es hat dir Schaden gemacht. Oh, es wird dich töten. Scheinbar ist meins auch nicht besser. Sieht so aus, Captain. Das gibt's doch nicht. Ich habe auch verloren. Echt jetzt? Und was nun? Wie wär's damit? Ich habe mir jetzt lang genug eure Geräte angetan, wenn es in die Höhle hinter euch gehen. Die Idee ist doch genial, oder? Marty und Melissa. Ich glaube, das gibt Ärger für uns. Marty und Melissa werden auch. Ich gehe gar nicht mehr. Ich mache nichts mehr. Das passiert das automatisch jetzt hier. Okay. Da. Ivan. Du kannst dieses Relikt nicht an dich nehmen, denn ich bin nie. Du glaubst gar nicht, wie einfach ich das kann und es mache. So leicht kommst du damit nicht davon, du Team Tenor-Scherge. Das heißt Team Terra, wie oft denn noch? So schwer kann das doch nicht sein. Es ist mir egal, wie er heißt. Ich, der große Ivan Dess. Kann man nicht mal jemanden den Typen zum Schweigen bringen? Das Gelaber ist unerträglich als das von Frauen auf einer Tupper-Party. Urk. Wer bist du? Ach warte, ich will es nicht wissen. Nachher schwaffelst du mir auch noch ein Ohr ab. Stefan, pass auf, der Trainer ist stark. Er hat uns beide mühelos besiegt. Nein, ernsthaft? Wie konnte er nur eure übermächtigen Pokémon bezwingen, die schon bei dem kleinsten, bei der kleinsten Tackle-Attack ohnmächtig umfallen? Das ist mir jetzt wirklich unbegreiflich. Alex! Du musst etwas unternehmen. Diese Leute gehören zum Team Tetanus. Dieser Kerl nervt mich, und zwar gewaltig. Ich dachte, du wärst hier der unglaubliche Held, der alle retten muss und nicht ich. Seid ihr denn endlich mal fertig mit eurem Ententanz? Falls nicht, ich werde jetzt trotzdem gehen. Ich werde nicht zulassen, dass... Urge! Glaubst du ernsthaft, du kommst gegen uns an? Das einzige Unglaubliche an dir ist deine schier endlose Einfältigkeit. Und nun zu dir. Ich weiß, meine Untergebenen müssen dir wie ein schlechter Scherz vorkommen sein, aber lass dir versichern, dass unsere Organisation nicht nur aus solchen Schießbudenfiguren besteht. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ihr solltet euch restlichen genießen. Sagt mir nicht, ich hab was gut mit denen. Ich frage lieber nicht, wie das jetzt schon wieder ging, dass alle weg sind. Lass einfach mal hier den Team Tetanus-Typen. Nein, komm. Wahrscheinlich haben die dich vorher vergewaltigt. Oh, Alex, das ist so furchtbar deprimierend, dass ich sie nicht aufhalten konnte. Aber ihr Anführer ist ein sehr guter Kämpfer. Ich hatte keine Chance. Meinst du, es ist meine Schuld, dass sie jetzt im Besitz eines wertvollen Reliktes sind? Ich weiß, es hieß ja, Sager sind immer sinnvoll öde, aber ich glaube, hier ist doch richtig lustig, wenn wir Ivan die Schuld geben. Ja. Definitiv, ja. Mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht einmal weiß, worum es sich bei diesem alten Plunder überhaupt handelt. Es ist das Beste, du kommst zurück nach Vikorna. Wie ich sehe, bist du im Besitz einer Fangerlaubnis.
dann wirst du wohl auch dein drittes Pokémon besitzen. Nimm das, damit kommst du schnell zum Höhlenausgang zurück. Fluchtseil erhalten, juhu. Oder soll ich dich direkt mitnehmen in meine Puffs? Okay. Ja, warum nicht, ne? Ja. Dann bist du jetzt in Pico. Wir möchten Plunder verkaufen. Nein. Das ist Fluchtseil, genau. Langes Fluchtseil, ja. Den Glitzerbrief kannst du noch behalten, den möchte ich noch von Natalie haben. Ja, das Nugget brauchen wir nicht. So, und ich hab... Hat Nuggets eigentlich irgendwelchen Sinn, ja, oder? Die bringen 5000, mehr nicht. So, ja, komm, gib ich dir Geld, weißt du, ich hab's diesmal. 500 hat das gebracht. Ich dachte 5000. Nein, es hat auch 5000 gebracht. Na dann, zieht ihr dir wirklich Geld dafür ab, wenn du die Pokémon da heilst? Ich gar nicht. Ich kann Safe-Set machen und nochmal heilen. Naja, lass doch, mal. Komm, jetzt will ich's wissen. Okay. Also, ich habe 9,3. Danach dürfte ich ja noch 9000 haben. Ja, die ziehen mir 300 ab. Geil. Oh, der Hacker ist ja echt episch. Dass der sowas macht auch noch. Vielen Dank für deine Hilfe in der Adenokrotte, Alex. Welche Hilfe? Eigentlich stand ich nur in der Gegend rum. Leider konnten wir dieses Team Templer nicht aufhalten, an das wertvolle Relikt zu gelangen. Was sie wohl damit vorhaben? Eine gute Frage. Das ist natürlich alles sehr tragisch und tut mir auch furchtbar leid. Tut es das, aber leider bin ich kein Held, so wie du. Ich bin mit dem Auftrag von diesem Mammutbaum schon genug bedient. Was? Du bist ein Redner, der im Auftrag von Professor Mammutbaum unterwegs ist? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Dann hätte ich dir doch schon viel eher geholfen. Hier, nimm das. Sehr schön. Ja, wieso hast du nicht gleich gefragt? Damit solltest du kein Problem haben, in das nächste Areal zu gelangen. Und falls du es ganz rein zufällig auf die Leute in Grün triffst, dann bring doch einfach das Relikte wieder an dich, okay? Ich danke dir vielmals. Ich werde das Gefühl nicht los, der Kerl verheimlicht mir etwas. Und als würde sich mein Aufenthalt in diesem Wald noch in die Länge ziehen. Gut, wie geht's jetzt weiter? Hier ist immer noch versperrt. Ja, wer hat sich von Ivan verabschiedet? Natürlich kriegen wir jetzt hoffentlich von dieser Frau endlich mal den Zerschneider. Ich hatte mein... Ja, genau, du hast sie gesprochen. Ich hatte meinen VM-Zerschneider gesucht. Mittlerweile habe ich sie wiedergefunden. Wie ich sehe, hast du sogar eine Fangerlaubnis und diese Schwaffeltasse von Ivan besiegt. Ich bin überzeugt, diese VM ist bei dir in den richtigen Händen. VM1 erhalten. Yay. So, dann gehe ich nochmal ganz schnell ins Pokémon Center. Weil. Und dann. Ja, genau. Weil Baum. Nein, und weil dann... ich Items bewege. Gib mir die Holzkohle. Genau. Das habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden, warum man die Pokémons bewegt. Also, darauf hätte ich schon eher kommen können als eigenständiger Pokémon-Spieler. Ja, aber. King N kann Zerschneider lernen. Dann muss King N Zerschneider lernen. Dann ist King N der Freund. Nee, er ist ganz klar an sich, aber man muss einfach Zerschneider lernen. Kommen wir mit klar. Ja, Disk vor seinem Horn, genau. Ja. Übrigens haben wir zwei. Ich finde es so lustig, wie da. Ja. Juhu, zwei Punkte. Nee, aber ich finde es trotzdem lustig, wie da so die Disks angezeigt werden. Möchtest du Zerschneider einsetzen? Ja. Juhu, findest. Was hast du gefunden gerade? Jetzt können wir sogar auch Spaß erlauben. Wahrscheinlich findest du da noch einen Mogelbaum oder so. Ah, schade. Hätte ich jetzt gedacht. Oh! Du hast ja jetzt alles weggeklebt. Oh. Guck mal, was ich auf dem Kopf habe. Warte mal. Oh, ein Tannenbaum. Ja, es sieht so geil aus. Schief gelaufen.
Och. So, jeder wollte mal einen Bomben tragen. An dem einen Haus hat er mit Sachen zum Laufen gegeizt und hier hat er dann auch plötzlich Bäume zum Laufen bereitgegeben. Ja, das geht wirklich nicht. Nee, also ich würde sagen, wir beenden den Hack jetzt sofort und dergleichen, weil das ist richtig schlecht gemacht. Also zu viel Cut-Offs und dergleichen, das geht gar nicht. Als aufstrebender SMW-Hacker geht das wirklich nicht in Ordnung. Vor allem, er hat von Pokémon so viel kopiert. Nee, also das lassen wir mal lieber hier. Das geht gar nicht. Ich würde sagen, das können wir aufschreiben, was er alles gemacht hat und ihm dann am Ende zuschicken. Der freut sich immer, wenn man ihm Sachen schickt, die er verbessern kann. Oder so. Das geht auch. Aber trotzdem, der Hack ist total schlecht wegen Cut-Offs und so. Und nee, das spielen wir nicht mal weiter. Naja doch, vielleicht wegen Nathalie. Oh, der ist wieder mein Job, oder? Ey du, warte mal kurz! Nein, nicht schon wieder einer von der Seuche. Halt, still bleiben! Ich muss dich warnen! In letzter Zeit sind hier einige äußerst aggressive Pokémon aufgetaucht. Normalerweise leben sie tief im Terraforest und daher kein Problem. Aber irgendetwas hat sie jedoch veranlasst, wieder näher zur Küste zu kommen. Nimm das, wenn du eine begegnest, dann setze sie ein. Pokepuppe erhalten. Und noch etwas, diese Pokémon hassen Menschen. Es ist egal, wie sehr du sie schwächst oder wie lange du den Kampf herauszögerst. Du wirst sie nicht fangen können. Tu dir selbst einen Gefallen und flüchte, wenn du eine begegnest. Sie sind unnatürlich stark. Pass auf dich auf, junger Padawan. Und möge die Macht mit dir sein. Ich glaube, es hat der Vater tatsächlich etwas Sinnvolles zustande gebracht, dass ich das nur erleben darf. Diese überaus aggressiven Pokémon gibt es. Sie sind Level 70. Oh. Du willst ihnen nicht begegnen. Wenn du sie siehst, nimm ich... Doch. Ach nein, bitte, bitte. Das ist doch nur Gras. Du kannst nicht vorbei. Ivan hat es halt. Wir fangen wieder offscreen die Pokémon. So, okay. Es geht weiter. Lass uns kämpfen. Nein, danke. Hast du eine Wahl? Nein, also los. Juhu! Auch schön, wie unser Held noch versucht abzuweisen. Wir haben jetzt alle Pokémon hier auf dieser Route gefangen. Oh, ein Volltreffer direkt. Finte dürfte nicht sehr effektiv sein. Ist es ja nicht. Oh, ein Sneeble. Huh? Finde ich aber schön, dass sehr viele bekannte hier, Pokémon auch dabei emotionless. Sind. Ich wollte emotionless eintragen, aber ich habe gedacht, cool, passt perfekt. Und dann ist mir gefallen, hey, da fehlt ein O. Oh, und wir haben Kabuto rausgenommen? Oh nein. Das habe ich gar nicht mitbekommen, während ich habe ja noch andersweitig geguckt, während du aufs Screen trainiert hast. Ja, ich habe Kabuto rausgenommen. Der Arsch. Schande über dich. Mit Carpador im Team wäre dir das nicht passiert gegen die Slavita. Na gut, wir haben uns ja so oder so geeignet, dass wir dann es dann ab Level 20 dann ja, wenn Pokémon so weiter trainieren. Genügend hohen Level sind. Schon wieder eine Niederlage. Ja, ansonsten gab es genau. Noch Pichu. Vielleicht hätte ich auf dich hören sollen. Das tut keiner hier. Die Trainerin sieht geil aus irgendwie du von das immer Pride. Ja. Ich weiß nicht, die sind immer irgendwie gut gesehen. Okay, uns sind hier beim Training keine wilden Pokémon, keine bösen wilden Pokémon begegnet. Wenn du diese Stufen herunterspringst, dann bist du ganz schnell wieder in Picorna. Du kannst mir dankbar sein, dass ich dieses Wissen mit dir teile. Äther. Wieso ist da so ein komisches kleines Kind, was uns das sagt, mitten im Wald, voller gefährlicher ein wildes Pokémon. Los, Pokéball. Geht's noch? Oh mein Gott, ein redes Pokémon, das muss ich haben. Geil. Oh, verdammt, wieder dieses Pokémon, von dem ich keinen Plan habe, was es ist. Ja. Sieht aber geil aus, wie so eine Mischung aus. Schiege sieht behindert aus. Ja, dachte ich mir gerade auch. Ein Fall für Benjamin Button. Mit Stachelspore. Der zieht uns ja nichts, insofern ist das ja sowas von egal. Und Egelsamen. Ja. Gute Sache, jetzt mal auf die Kompis einzusetzen. So ein Genie, der Trainer. Okay, wir ziehen ihm aber auch nichts.
Aber jetzt sind unsere KP immerhin wieder voll. Ja. Ja, na doch, wir ziehen ihm schon was. Macht den. Der Trainer hat zurzeit halt nur Tränke an. Also, ne? Ich finde schön, dass sich Benjamin so ähnlich wie Pilz spielt. What the fuck, Glumanda? Ist die KI intelligenter geworden oder wieso tauscht die auf einmal die Pokémon aus? Das wusste ich ja auch noch nicht, dass die das taten. Kreideschrei. Na, wahrscheinlich haben die Feuerrot bestimmt öfters mal getan oder so und ich hab's nicht mitbekommen, keine Ahnung. Die machen das nur offscreen. Nicht bei uns, sondern nur bei unseren Zuschauern. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ich hab das auch schon mal verwirrt. Hilsam. Ja, vielleicht ist auch eine spezielle KI, kann ja auch sein. Kann ja auch sein, dass es eine spezielle KI ist, die man programmieren kann. Ich find's gar nicht so schlecht, wenn das so ist, weil es hat schon was, wenn, sagen wir mal, der stärkste Trainer oder so, sagen wir mal, so ein Champion bei der Top 4, der auch sagt, jetzt sieht's aber auch nicht so gut aus, jetzt bin ich im Nachteil und dann intelligenterweise sagt, naja gut, jetzt wechsle ich auch mal das Pokémon. Das macht das Ganze ein bisschen menschlicher und ich glaube auch schwieriger. Und wir haben Level 15 erreicht. Können wir doch mal schauen, ob das Viech vom Typ Flug ist. Aber stimmt, ich habe das schon mal gesehen. Da habe ich ein Video über die Tower Edition gesehen. Da hat dann auch der Champion das Mewtwo gegen Tower Mew dann oder irgendwie so ausgewechselt dann. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber da habe ich nur das Finale davon gesehen. Weil der liebe Serlo hat ja mit mir nach einem guten Let's Play gesucht. Ja, und naja, also Pokémon Tower Edition werde ich definitiv nicht Let's Playen. Nur für alle Leute, die keine Ahnung haben, was Tower Edition ist, das ist im Endeffekt Pokémon Rubin, Saphir, nur halt auf Kaizo. Du bist aber ein hässliches Pokémon. Nein, danke, du könntest sogar Nuggets nehmen. Ja. Du könntest sogar Nuggets nehmen können. Geld. Sowas wie du komm mir nicht in meine wertvolle Sammlung. Soll ich das positiv sehen, nicht bei so einem Spinner zu landen? Gut, das war's aber für diesen Part. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin und ciao. Ciao.